Moin, mein Pipeheads, herzlich willkommen zu einer Folge vom Winter Resort Simulator 2. So, gestern kam ein Video zum ersten Teil, wo wir eine Bahn hier beschickt haben. Ist jetzt nicht diese, sondern eine andere. Die ist irgendwo da hinten an den Bergen direkt. Und wir werden jetzt heute diese Bahn garagieren. Also sprich, die Gondel zum Parken hinbringen irgendwie hier. Hat der Kollege für uns hier heute die Bahn betrieben, aber wir machen jetzt hier den Feierabend so gesehen. Wir werden jetzt hier erstmal wohl den Einstieg irgendwie machen. So, Einstieg schließen. So, jetzt dürfen keine Gäste mehr durch. Dann geben wir hier ein bisschen Gas, dass das hier ein bisschen schneller geht. Also das ist aber wirklich schnell. So, Einstiegsbereich abbauen. So, auf 0, okay. Dann müssen wir hier die Einstiegsschranke auf zu. Dann halt, okay. So, dann werden wir jetzt das Ganze hier einmal auf Servicebetrieb einstellen. So, einmal hin hier. Vorher war das Ganze hier im Fahrgastbetrieb, jetzt kommt es auf den Servicebetrieb. Dann rufen wir einmal bei einer Station hier an und sagen wir, dass sie hier die Station abmelden können. So, dann Parksystem öffnen und dann das Ganze auf Garagieren und schließen. Dann gehen wir hier vorne einmal hin, dann Weiche auf Garagieren, so, Tür auf, einmal aufgekickt hier, Licht sollte man auch noch anmachen, dann sieht man ein bisschen was hier und dann müssen wir hier das Ganze einmal die Steuerspannung auf 1, dann die Weiche 1 einschwenken und Weiche 2 auf ausschwenken. So, Weiche 3, wo ist Weiche 3? Ach, da hinten, okay. Alrighty, die müssen wir nämlich hier auch noch auf Ausschwenken stellen. So, Weiche 4 ist da drüben. So, hier brauchen wir das Ganze auch auf Ausschwenken nur stellen. Und dann können wir das Ganze auch schon anwerfen hier, ne? So, Abfahrt. Dann können wir hier das Ganze auch noch den Betrieb quittieren. Und starten. Dann Fahrzeug markieren. Haben wir markiert. Warte, bis 18 Sessel auf dem mittleren Gleis abgestellt sind. So, halte dich bereit, laufe zur Steuerstelle. Müssen wir hier Weiche 2 gleich umschalten. Was auch immer, wann auch immer passiert, ich bin da. So, und einschwenken. Jetzt haben wir nämlich hier Weiche 2 reingemacht, dass wir die Gondel nicht da reinfahren. So. Ja, ich fahre hier mal mit, ne? Schauen wir uns das Ganze mal an, wie hat hier so funktioniert. Okay, kurz gedacht, das wäre eine dumme Idee, dass ich nicht mehr rauskomme, aber doch geklappt. Ja, warten wir hier einfach kurz ab und dann schauen wir mal weiter, ne? So, gleich sind wir fertig. Können wir hier wieder zumachen. Der letzte Sessel ist angekommen. Der wird jetzt da noch geparkt. Und dann können wir das ganze Ding auch wieder ausschalten. So, der letzte Sessel steht, dann können wir die Bahn anhalten. Der Feierabend rückt näher, sehr gut. So, machen wir hier erstmal die Steuerspannung wieder aus, dann Licht aus und dann können wir hier das Tor zumachen, können wir wieder auf Umlauf schalten, zeige ich knackig. Ach herrlich, gleiches Feierabend, Freunde der Sonne. So, Parksystem, wieder abwählen und schließen, dann Anlage ein aus, Bahnsteigslicht ausschalten und hier Licht auch noch aus. Schönen Feierabend, du hast die Bahn erfolgreich garagiert. Mission abgeschlossen. Du hast nun gelernt, wie du die Falkeneckbahn garantierst. Viel Spaß im Winter Resort Simulator. Alles klar. Ja, jetzt haben wir alles ordentlich geparkt hier, ne? Ja, Papiers. Haben wir jetzt hier erfolgreich die Bahn geparkt und haben uns jetzt unseren Feierabend auch verdient, ne? So, ist, glaube ich, ein etwas kürzeres Video. Aber naja, ich habe eben hier auch nochmal in den Winter Resort Simulator 2 vor dieser Aufnahme nochmal in den Karrieremodus reingeschaut. Der ist ja eigentlich gleich wie im ersten Teil, also da hat sich wirklich nichts unterschieden, außer dass andere Bahnen da standen, in die man aber nicht rein konnte und da irgendwas machen konnte. Hier haben wir jetzt nochmal gesehen, wie man so eine Seilbahn dann wieder parkt am Ende des Tages und Feierabend macht. Und das würde ich sagen, machen wir jetzt auch. Und damit würde ich sagen, Pipeheads, wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video unbedingt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke auf alle Benachrichtigungen, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Morgen startet Frilles neues Projekt. Schreibt da erstmal in die Kommentare, was ihr denn denkt, was morgen kommt. Ich bin mal gespannt und ja, habt jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao.